Hallo euch allen, da sind wir dabei Man Elephant 9 Team zurück in der Ultimate Legends Serie. Woche 3 steht an und wir haben die zweite Challenge. Steve Atwater von den Denver Broncos. Atwater played for the Broncos for 10 years and the Jets for a single year. During his 11 years, he racked up 1074 solo tackles and 24 interceptions for 408 defense yards. He was also selected in 8 Pro Bowls and named First Team All Pro twice. Ein ganz, ganz großer Steve Atwater. Ich bin mal gespannt, wie wir uns gegen die Defense der Broncos schlagen. Also mit einem Steve Atwater hinten in der Secondary würde ich ungern probieren, lange Pässe zu werfen. Ich denke mal eher, dass ich also versuchen werde, den Ball am Boden zu halten, aber da hatten wir ja schon beim letzten Mal schon ziemlich großen Erfolg mit. Deswegen bin ich da optimistisch, dass uns das auch jetzt hier gegen die Denver Broncos gelingt. Als Quarterback wird da hinten Case Keenum stehen. Und das ist jetzt nicht unbedingt auch der Quarterback, wo man sagt, wow, da kriege ich aber Angst. Der Arme ist eh ziemlich angepisst, weil die Broncos Joe Flacco verpflichtet haben. Der Vorspann. So, Jalen Smith, Keyshawn Johnson, Everson Walls hier auf Seiten meiner Cowboys. Von Miller, Steve Atwater, Emmanuel Sanders. Von Miller ist sogar noch besser als die Legend. Das sagt mal was aus. Das heißt also, die Defense definitiv das Prunkstück der Broncos. Ich bin mal sehr gespannt, wie wir uns da schlagen. Wir öffnen den Ball mit dem Kickoff. Das heißt, die Broncos werden mit ihrer Offense zuerst aufs Feld kommen. Das tun sie direkt. Wir sehen keinen Return, einen Touchback. Erster Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. Da kommt Case Keenum, der Quarterback der Broncos. Ein ziemlich durchmischtes Jahr. Also war nicht mehr der gute Case Keenum, der in Minnesota war und den sie sich ja irgendwo in Denver gewünscht haben. Deswegen jetzt Joe Flacco, Übergangsjahr. Ich denke mal, die Broncos werden versuchen, sich irgendwie auf die Draft konzentrieren, da vielleicht versuchen, einen jungen Quarterback zu bekommen. Erster und 10. Case Keenum läuft in die Marcus Ware hinein. Keine gute Idee. Der macht den Sack. Zweiter Versuch und 17. So, wir blitzen jetzt mit beiden Safeties, heißt sowohl Woods als auch Heat kommen jetzt nach vorne. Zweiter Versuch und 17. Laufspiel. Auch hier schön gestoppt. Lindsay kommt gerade mal ein Yard weit. Das heißt, wir haben einen dritten und lang. Dritter und 15. Natürlich kein guter Start für Denver. Keenum unter Druck, wirft vollständig. Und der erste gebrochene Tackle an Jeff Heath, aber dann kam Byron Jones, macht den Tackle. Und wir haben einen vierten Versuch und 4. Das heißt, die erste Angriffssequenz der Broncos, tja, ist bereits beendet. Kick ist unterwegs, geht bis an die 12-Yard-Linie. Sanders jetzt hier mit dem Return. Läuft über die linke Seite, lässt einen Gunner aussteigen. Kommt bis über die Mittellinie. An der 49-Yard-Linie kommt meine Offense, angeführt von Dak Prescott, jetzt zum ersten Mal aufs Feld. So, gehen wir in den Strategy-Bereich hinein. Nehmen wir den Post-Shot. So, Sharp und Jarwin sind meine Hauptanspielstationen. Ich schaue mal, was Keyshawn Johnson macht. Und der Safety geht mit nach hinten, deswegen ist es kein Thema. Wir gehen direkt mal auf Jarwin. Der holt das First Down und der Ball ist an der 38-Yard-Linie der Broncos. Neuer erster Versuch und 10. Play Action Boot Comeback. Keyshawn Johnson und
Amai Cooper sind da meine Hauptanspielstation. Sharp ist meine Sicherungsoption. Wow, starke Interception der Broncos. Als hätten wir es nicht geahnt. Dak Prescott macht hier gerade noch den Tackle. Barrett mit der Interception. Schnappt sich den getippten Ball. Oh, da haben wir nett gut Football gespielt. Erster und 10 an der 31-Yard-Linie. Natürlich jetzt eine hervorragende Feldposition, die die Broncos hier haben. Und eine Riesenlücke in der Mitte. Jetzt sind sie in Field Goal Range, sind in der Red Zone. Lindsay, erster Versuch und 10 an der 19-Yard-Linie. Da geben wir momentan aber kein gutes Bild ab, würde ich mal sagen. Erster und 10. Wieder ein Laufspiel. Erst wieder beim zweiten Tackle-Versuch können wir den Running Back der Broncos zu Boden bringen. Wir haben einen zweiten und 5. Der Ball ist an der 14-Yard-Linie. Wieder ein Lauf, diesmal aber keine Chance. Xavier Woods kam da nach vorne, der Free Safety. Dritter und 7, den wir damit haben. Aber nicht mehr in diesem Quarter, denn das erste Viertel ist bereits vorbei. Es steht unentschieden, immer noch 0 zu 0. Aber die Broncos sind kurz vor der Endzone an der 16-Yard-Linie, haben einen dritten Versuch und 7. First down von... Nein, kein First down, das hat nicht gereicht. Der Ball war zu kurz. Vierter Versuch und 2, das heißt, wir haben zumindest den Touchdown verhindert, lassen also nur einen Field Goal Versuch zu. Ich versuche mit Awuzie zu blocken. Bei der Distanz wird das schwer. Es gelingt nicht. 3 zu 0 gehen die Broncos in Führung. So, wir retournieren über die linke Seite mit Deion Sanders. Ball ist unterwegs, geht bis knapp hinter die Endzone. Und jetzt Sanders mit dem Return. Orientiert sich rüber auf die linke Seite. Kann den ersten zwei Gunnern ausweichen, den dritten, vierten auch noch. Dann ist der erste wieder da und macht den Tackle. Erster und 10 an der 32-Yard-Linie. Das ist jetzt starkes Spiel der Broncos. So, nehmen wir mal den Play-Action-Crosser. Owens, Johnson und Amai Cooper. Wir haben also drei Anspielstationen. Ich schaue mal, was der Free Safety dort hinten macht, wie der sich entscheidet. Ja, der geht mit Terrell Owens mit. Hat er den Ball im Bounce? Oh, ist das knapp. Nein, out of bounds. Zweiter Versuch und 10. Ball ist an der 32-Yard-Linie. Wir gehen in den Community-Bereich hinein. Play-Action-Boot-Slide. Irgendwann muss doch mal ein Play-Action-Pass ankommen. Das gibt's doch gar nicht. Zweiter und 10. So, Jarwin und Cooper meine Anspielstationen. Wir gehen auf unser Tight End Jarwin. Kommt kein Pass an. Also die Secondary der Broncos spielt genauso wie erwartet. Aber leider bin ich mit der Offense momentan nicht in der Lage, dazu dagegen zu halten. Und das gefällt mir mal so überhaupt nicht. Wir nehmen den Dick Curl Reed. Schicken den einen Titan Sharp nach vorne. Ich achte auf Deion Sanders auf der rechten Seite. Los geht's. Ich muss auf Sanders gehen und der hat den Ball. Ist immer noch auf den Beinen. Neues First Down Cowboys an der 39-Yard-Linie. Es war sehr riskant, weil wir nur ganz knapp über dem Linebacker geworfen haben. Das hätte auch echt nach hinten losgehen können. Erster Laufversuch, erster und 10 ist an der 39. Lauf für Eddie George. Und der hat mal sofort eine Lücke. Und wie erwartet, die Broncos stark gegen den Pass. In dem Lauf war das nicht so toll. Erster Versuch und 10. Wir bleiben mal beim Lauf. Halfback Inside Zone. Aber jetzt kommt erstmal der Pfiff. Wir sind beim 2-Minute-Warning. Heißt, die letzten 2 Minuten hier im Game
haben jetzt begonnen. Wir bringen erstmal die Uhr wieder ans Laufen. Halfback Draw. Geht über Eddie George, der über die Mitte läuft. Da war mal überhaupt keine Lücke. Ein Jahr Traumverlust, 2011. Auch hier wieder starker Auftritt der Broncos Defense. So, wir nehmen den Stick bei diesem zweiten Versuch und 11. Schicken wir Mike Cooper in Motion. Sharp ist mal eine Sicherungsoption. Ganz schwacher Ball von Prescott. Oh, der war richtig scheiße geworfen. Dritter und 11. Müssen wir in den Frequent-Bereich gehen. Dritter und 11. Ja, da können wir nur die Four Verticals von der 20-Yard-Linie ausspielen. So, heißt, Shannon Sharp und Keyshawn Johnson sind meine Hauptanspielstationen. Ich halte mir die Option offen, auch selbst zu laufen. Das können wir schon mal vergessen. Und Sharp an alter Wirkungsstätte, beziehungsweise gegen sein altes Team, hat den Ball. Das ist der Touchdown. Und damit gehen meine Cowboys innerhalb der letzten 2 Minuten der ersten Halbzeit in Führung. 7:3, der neue Spiel läuft. Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone der Broncos. Geht aufs Knie. Touchback. Ball ist an der 25-Yard-Linie. So, wir blitzen mit den Linebackern. Erster Versuch und 10. Vollständiger Pass von Keenum. Zweiter Versuch und 4. Ball ist an der 31. Und ein langer Ball, der ist intercepted. Walsh, oh, kommt da aber leider noch ins Trudeln. Aber das ist die Interception. So, das heißt, jetzt haben wir, was die Turnover-Statistik angeht, ausgeglichen. Nehmen wir den Tight End Drive. Erster und 10. So, ich schau mal, was Keyshawn Johnson auf der linken Seite macht. Ansonsten gehen wir über Sharp oder über Jarwin. Und los. Und Keyshawn Johnson ist vorne. Langer Ball in die Endzone und den hat er. Das ist der Touchdown für die Cowboys. Hat man gut gesehen, dass der Cornerback der Broncos nicht mithalten kann. Also dann, auch die Broncos sind im Passspiel verwundbar. Da haben wir das Spiel innerhalb der letzten 2 Minuten komplett gedreht. Führen jetzt mit 14:3. 1:04 sind noch zu spielen in der ersten Halbzeit. So, der Kick ist jetzt unterwegs. Geht bis in die Endzone der Broncos. Kein Return, wir haben einen Touchback. Erster Versuch von 10 an der 25-Yard-Linie. So, under smoke. Erster und 10 an der 25. Oh, überworfen. Ganz schwacher Pass von Case Keenum. Das sieht nicht gut aus, was die Broncos momentan spielen. Sie wirken stark verunsichert. 2:10. Keenum wirft lang und out of bounds. Was? Das war eine Reception. Finde ich interessant, dass der noch nicht mal nachgeprüft wird. Naja. 1:10. Hinter der Mittellinie an der 49-Yard-Linie stehen jetzt die Broncos. Vollständiger Pass. Erstes Timeout genommen von den Broncos. Ball ist an der 37-Yard-Linie. So, 1:10. Gap Press. Stop it, stop it.
Boah, was für ein Pass von Case Keenum. Und das so unter Druck. Aber das ist der Touchdown für die Broncos. Carlos Henderson. Das wird hier eine echte Partie. 14 zu 9 der Spielstand vor dem PET. Und auch den verwandeln die Broncos. Und jetzt steht es 14 zu 10. 45 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Jetzt habe ich versehentlich den Return durch die Mitte ausgewählt. Sanders nimmt den Ball auf in der eigenen Goal-Line. Orientiert sich jetzt rüber auf die linke Seite trotz alledem. Und hat da eine Lücke. Ist immer noch irgendwie auf den Beinen. Jetzt kommt er zu Fall. Genau in der Mittellinie, an der 50-Yard-Linie. Wir haben noch 35 Sekunden auf der Uhr. Und das ist eine ganze Menge Zeit. Wir nehmen die Flut. Schicke zwei Receiver, also Richtung Endzone. Sanders rechts und Cooper auf der linken Seite. Halte mir aber auch die Option offen, über Shannon Sharp zu gehen. Wir schauen mal, was der Free... Der Free Safety rückt nach vorne. Und hier ist ja alles frei. Freunde, da laufen wir selbst. Ball ist an der 38-Yard-Linie. Wir nehmen den Drive. Sanders und Sharp, meine Hauptanspielstation. Los geht's. Und Deion Sanders hat das Ding in der Endzone. Ganz starke Reception. So, wir gehen wieder in Führung. Wir bleiben in Führung, bauen unsere Führung weiter aus. So rum wird Schuh draus. Denn es steht jetzt 21 zu 10. 11 Punkte Führung. 10 Sekunden vor dem Ende der sehr punktereichen und interessanten ersten Halbzeit. So, der Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone der Broncos. Kein Return. Wir sehen einen Touchback. Case Keenum kommt an der 25 wieder aufs Feld. Wir blitzen mit dem Linebacker. Erster Versuch und 10. Boah, was für ein Run. Kommt Fan der Eschler noch dran? Nein. Boah, unglaublich. Lindsay durch die Mitte. Düpiert die komplette Defense meiner Cowboys. Und ist in der Endzone. Steht 21 zu 16. Jetzt steht 17 zu 21. Und wir gehen in die Pause. Ein sehr kurioses Footballspiel, was wir hier sehen. So, zweite Halbzeit. Wir bekommen den Ball mit unserer Offense zuerst. Ich glaube, wir werden jetzt noch versuchen, hier ein bisschen Ruhe reinzubringen, in dieses verrückte Spiel ein bisschen im Laufspiel zu arbeiten. Sanders nimmt den Ball auf an der eigenen Goal-Line, läuft über die linke Seite und dreht sich selbst ins Aus. An der 49 haben wir einen ersten Versuch und 10. Trotz alledem ein guter Return von Deion Sanders. So, Inside Zone. Ja, jetzt versuchen wir erstmal gnadenlos einfach nur zu laufen, über Eddie George zu gehen. Geht über die rechte Seite. Eddie George hat eine Lücke, kann zwei Tackles brechen und ist in der Endzone. Und schon ist der alte Abstand fast wieder hergestellt, wenn jetzt auch noch der PET sitzt. Das sieht recht gut aus. So ist es. 28 zu 17 steht es damit. Wir führen wieder mit 11 zu Beginn des dritten Quarters. So, der Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone. Wir haben einen Touchback. Erster Versuch und 10 an der 25. Keenum, boah, schon wieder so ein Pass. Und gerade eben noch können wir das nächste Big Play verhindern. Mein Gott. Erster und 10 an der 39-Yard-Linie. Also wenn das so weitergeht, wird das hier ein Shootout. Das Team, das keinen Touchdown scored, wird dieses Spiel verlieren. Erster und 10 an der 39-Yard-Linie für Denver. Und
Das ist der erste Sack für die Marcus Lawrence in dem Spiel. Da sind wir gut durchgekommen. 2. und 18 damit. Aber das heißt in dem Spiel mal so überhaupt nichts. Lindsay, der Korb, der Running Back, der wahnsinnig flink ist, aber gut gestoppt hier. 3. und 19. Ganz wichtiger 3. Versuch, aber 3. und 19 ist natürlich auch eine echte Nummer. Keenum geht weit zurück und schönes Tackling hier von Jeff Heat. Heißt, wir haben einen 4. Versuch und 15. Ich schicke mein Safe-Team aufs Feld. Nicht, dass da irgendwo etwas passiert. Oh, ein guter Punt. Ein guter Punt. An der 5-Yard-Linie kommt meine Offense wieder aufs Feld. Das wird ein Nümmerchen. Lauf über die Außen. Geht über Eddie George. Wir laufen über die linke äußere Seite. Und Eddie George ist unterwegs. Hat das neue First Down. Kommt bis an die 20-Yard-Linie. Jetzt sind wir schon mal weg von der eigenen Endzone. So, Inside Zone. Das ist gut. Wir laufen über Eddie George über die rechte innere Seite. Bin gerade noch vom Defense Tackle gehalten. Eddie George steht wieder auf. War noch nicht am Boden. Beim zweiten Mal dann wird er weggewämst. 2. Versuch und 4. So, wir laufen durch die Mitte. Also wichtig ist mir nicht nur, dass wir hier Yards machen, sondern dass wir Zeit von der Uhr nehmen. Da kommt ein Blitz von der rechten Seite. Wir switchen da ja mal über um auf die linke. Und Eddie George hat ein neues First Down. Trägt den Ball bis an die 39-Yard-Linie der Broncos. So, machen wir mal einen Counter. Play also. Ah, das wird eng von der Zeit. Die Uhr tickert hier langsam runter. Kriegen wir das noch hin? Täuschen rechts an, laufen aber links. Kommen bis an die 40-Yard-Linie der Broncos. Das war's bereits im dritten Quarter. Das war jetzt nicht mehr so punktereich wie wie die gesamte erste Halbzeit, gerade vor allem die letzten 2 Minuten in der ersten Halbzeit. Da ging es auf einmal richtig zur Sache. 1. und 10, Eddie George über die linke Seite. Hat da eine Lücke. Weicht schon wieder dem ersten Tackle-Versuch aus. Und trägt den Ball bis in die Red Zone der Broncos an die 17-Yard-Linie. Wir bleiben natürlich beim Lauf. Close Zone. Es geht über Eddie George, über die rechte innere Seite. Da kommt ein Blitz, aber von der linken. Der Nein, Eddie George ist noch nicht getackelt. Immer noch auf den Beinen, jetzt erst am Boden. Der ist so schwer zu Boden zu bringen. Bringt den Ball bis an die 12-Yard-Linie. Wir haben einen 2. Versuch und 5. Das heißt, wir gehen in den Community-Bereich hinein. Ja, dann nehmen wir nochmal den Texas. Probieren wir es durch die Luft. Heißt, wir attackieren die Mitte mit Sharp und mit Neal. Ich achte außen, was Keyshawn Johnson macht, ob der ein 1 gegen 1 hat. Das hat er nicht. Wir gehen auf unseren Fullback. Der hat das neue First Down an der 4-Yard-Linie der Broncos. So, dann gehen wir wieder in den Strategy-Bereich hinein, da wir ein neues First Down geholt haben. Wir laufen über die rechte äußere Seite. Kriegen hier großartige Blocks und Eddie George ist in der Endzone. Macht den Touchdown. Und das dürfte die Entscheidung sein. 12 Sekunden vor dem 2-Minute Warning. Glaube ich nicht, dass da jetzt noch so gewaltig etwas passiert, trotz der Explosivität der Offense der Broncos. Also die Offense hat definitiv stärker gespielt, als ich es erwartet hätte. Dafür leider die Defense schwächer, als wir es befürchtet haben. So, der Ball geht wieder in die Endzone. Wir werden wieder keinen Return sehen. Wir sehen einen Touchback. Einen 1. Versuch und 10 für die Broncos an der 25-Yard-Linie.
Wir blitzen weiter an der Smoke. Erster Versuch und 10. An der 25. Keen wirft vollständig. Das dürfte der letzte Spielzug gewesen sein vor dem 2-Minute-Warning. Wir laufen jetzt die letzten Sekunden runter. Da ist der Pfiff. Es geht in die letzten 2 Minuten des Spiels. Die Broncos liegen mit 18 Punkten zurück. Müssen hier also ein 3-Score-Game hinlegen und ich glaube, das wird schwer genug. 2006. Vollständiger, wow, toller Pass, aber out of bounds. Incomplete Pass, heißt 3. und 6 von der 29. Beide Teams haben natürlich noch alle 3 Auszeiten, also daran soll es nicht scheitern. Stark gespielt von Jeff Heath. Tolle Defense-Leistung. Und wir haben einen 4. Versuch und 6, den die Broncos ausspielen. Weil was sollten sie auch machen, anderes machen? Eine Wahl haben sie nicht mehr wirklich bei dem Spielstand. Und bei der noch zu verbleibenden Restzeit. Und da kommt so ein Ding raus. Xavier Woods. 3 Mann, inklusive James Smith. Und keiner ist in der Lage, diesen Spieler zu tackeln. Waltz in Verbindung mit Sanders, meine beiden besten Cornerbacks, braucht es. Aber First and Goal an der 4-Yard-Linie. Natürlich jetzt eine No-Huddle-Offense der Denver Broncos. Die natürlich jetzt auf einmal hier Morgenluft bekommt. Oh, der war schwach von Keenum. Da hat das Timing mal überhaupt nicht gestimmt, aber auch war der Receiver ist viel zu weit nach vorne gelaufen. Stand ja schon quasi bevor der Wurf kam mit beiden Beinen im Aus. Das ist ein Sack durch Collins. Damit haben wir jetzt einen Third and Goal an der 8-Yard-Linie. Und das ist der Touchdown für die Denver Broncos. Das Spiel macht mich kirre. Der PET. Boah, fast sogar geblockt von Abusi, der da sehr gut herumgekommen ist. Wir sehen einen Onside-Kick. Ich habe jetzt nicht mein Hands-Team gerade auf dem Feld. Wir haben aber den Ball. Jetzt habe ich gerade schon gedacht, mein Gott, den haben wir verloren. Haben wir aber nicht. Wir haben einen ersten Versuch und 10 an der 49-Yard-Linie. Der Denver Broncos, 1-11 noch zu spielen. Denver hat noch 3 Auszeiten, deswegen setzen wir jetzt natürlich verstärkt aufs Laufspiel, um Denver die Uhrzeiten aus der Nase zu ziehen. Erstes Timeout genommen von den Broncos. 2. Versuch und 3. Halfback Dive durch die Mitte. Wir bleiben beim Laufspiel. Entweder kommen wir durch oder aber die Broncos werden gezwungen sein, die nächste Auszeit zu nehmen, weil ich laufe auch bewusst durch die Mitte, nicht, dass wir hier irgendwie in die Gefahr kommen, ins Auszugehen. Das war Steve Atwater mit dem Tackle. 1. und 10, 2. Timeout genommen von den Broncos. So, einmal können sie jetzt noch die Uhr anhalten. Erster und 10 an der 29. Wir laufen über Eddie George. Er kämpft sich hier schon wieder durch bis an die 28-Yard-Linie. Denver nimmt sein letztes Timeout. Ab jetzt können sie die Uhr nicht mehr anhalten. 2. Versuch und 9. Ball ist an der 28-Yard-Linie. Laufspiel über Eddie George über die Mitte und der hat. Ah, kommt er da durch? Ja. Kommt bis an die 22-Yard-Linie. Heißt, wir haben jetzt einen 3. und 3. Wir laufen jetzt gleich schon die letzten 40 Sekunden im Spiel. Geht über die linke Seite mit Eddie George. Und da kriegen wir gute Blocks und ein wunderbarer Spin-Move. Und ein Hechtsprung und Eddie George ist noch einmal in der Endzone. Der PET.
ist unterwegs und der ist gut und jetzt steht es 42 zu 24. Jetzt geht es für Denver eigentlich nur noch irgendwie die letzten 32 Sekunden hier mit Anstand zu Ende zu bringen. Ich meine, sie haben 24 Punkte kassiert, das ist schon eine echte Nummer. Also so viele Punkte habe ich auch schon lange nicht mehr kassiert. Da hat Case Keenum auch in Verbindung mit einem sehr, sehr guten Laufspiel und schwachen Tacklings meiner Cowboys, muss man aber leider auch fairerweise sagen, dafür gesorgt, dass die Broncos hier 24 Punkte scoren konnten. Und wieder ein Broken Tackle. Jeff Heath, Gott sei Dank, kann den Tackle noch setzen. Wir haben einen ersten Versuch und 10 an der 44-Yard-Linie. Die Broncos stellen sich auf, um den Ball zu spiken. Haben ja keine Auszeit mehr, das tun sie jetzt. Der Ball ist an der 44-Yard-Linie immer noch, aber jetzt dadurch ein zweiter Versuch und 10 durch den Spike, den die Broncos durchgeführt haben. 13 Sekunden nur noch auf der Uhr. Vollständiger Pass. Das dürfte eigentlich schon fast die letzte Aktion hier im Spiel gewesen sein. Die Sekunden laufen hier runter. Das war's. Wir schlagen die Denver Broncos 42 zu 24. Wow, interessantes, punktreiches Spiel mit zwei sehr schwachen Defense-Formationen. Aber wir haben gewonnen. Das ist das Wichtigste. Bis zum nächsten Mal. Ciao.